Daniel Hausig ist nicht nur ein Pionier der Lichtkunst, sondern auch einer der wichtigsten Vertreter dieser zeitgenössischen Kunstrichtung. Mit Licht direkt arbeiten zu können, Farbe als nachvollziehbaren Prozess ins Bild zu rücken, das ist etwas, wovon die ganzen Künstler der Moderne geträumt haben. Mit der Erfindung der LED und deren Durchsetzung in den 80er Jahren wurde das Wirklichkeit. Daniel Hausig arbeitet zweigleisig. Zum einen wird Licht nach hinten auf die Wand geworfen, auf der anderen Seite wird Licht nach vorne in die Röhren emittiert. Dadurch entsteht ein zweigleisiger paralleler Prozess, horizontal wie vertikal, gleichzeitig parallel zueinander, aber auch versetzt ist es möglich, Farben ineinander und durcheinander zu führen. Und dabei anwesend zu sein, diesen Prozess direkt nachvollziehen zu können, das ist natürlich das Spannende und Interessante für den Betrachter. Er ist im Prozess, nicht erst mit dem Produkt der Kunst konfrontiert.